Und damit herzlich willkommen. Ich bin der Ragnar, das ist der Michi und Michi blutet nicht mehr. Wir wissen nicht warum, aber er blutet nicht mehr. Ich freue mich darüber. Wow, es ist überraschend. Yeah. Genau, aber er kann wieder trinken, sein Controller funktioniert wieder, alles cool. Ja. Wir haben das gerade schon mal einmal ausprobiert, von daher wissen wir auch, dass er nicht mehr blutet. aber wir haben da wieder angefangen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir haben das also nicht gespeichert. Und ja, 3, 2, 1... Ja, das ist geil, pass auf, wir machen das mal an cool. 3, 2, 1, let's go. Der ist geil. Und damit herzlich willkommen und moin moin zur nächsten Folge Stranded Deep mit Michi und mir, dem guten Ragnar. Da ihr meinen Kanal seht, werdet ihr das wohl wissen. So, ich fange jetzt gerade mal an und sortiere schon mal ein bisschen aus. Ich werde jetzt mal was zu essen kochen. Du kochst was, das ist schön. Ich bin aber gerade noch satt tatsächlich. Ja, ich nicht. Ich habe viel Blut verloren und dementsprechend brauche ich Energie. Bist hungrig, ja. Ich glaube zumindest. Nee, ich bin gar nicht so satt. Oh. Ach ja, wir haben geschlafen, siehst du. Haben wir? Und ja, ich hatte geschlafen und du lagst ach, stimmt, ich so puppetmäßig daneben. Ja, das will ich daran nicht erinnern. Ist das schon eine Woche her, woher soll ich das noch wissen? Ja, ist, ja, sagen wir eine Woche, halbe Stunde. Tatsächlich lagst du ja aber da wie so eine Puppe und warst tot. Ja. Von daher. Ich war ein Ragdoll-Effekt. Ne? Passt das schon ganz gut. So, ich war ein Ragdoll-Effekt, wie geil war das? Den Kram auch noch. Das war shit. Ja, es war echt cool. Jetzt aber tatsächlich, kann man die nicht irgendwie reparieren? Das wäre total geil. Das würde tatsächlich, also fehlt tatsächlich, dass man die Sachen reparieren kann. Ich verstehe nicht, warum dem nicht so ist. So, phasige Blätter. Speere habe ich, irgendwann hatte ich meine hingeschmissen. Die liegen hier beim Feuer. Genau, 1, 2, 3. Vier Stück sein. Vier Stück. Dann brauchten wir, glaube ich, noch für unser Floß ein bisschen was. Ja. Also auf jeden Fall. Anker, wir brauchen ein Segel und ein. Ein Ruder wäre erstmal nur wichtig. Ja, ein Ruder wäre nicht verkehrt. Also ein Anker ist nicht unbedingt, aber ein Ruder auf jeden Fall. Gut. Ich hätte es noch ein bisschen. Du hattest noch ein Dings hier in der Hand, oder? Ein Seil dabei? Ein Seil habe ich gerade nicht dabei, kann ich aber fix bauen. Das mach doch mal bitte. Dann baue ich nämlich einmal Stoff. Stoff. Ich habe mein Seil. Das ist die Steuerung von diesem Spiel im Koop so unterirdisch. Also ich finde die Steuerung echt gut. Ja. Wo ist denn das Seil? Sag mal hin. Raus ist. Ja. Liegt hier. Vielen Dank. So, am Webstuhl gehegelt. 17.17 Uhr. Ja. Aber wir hatten doch gerade geschlafen, dann warst du eigentlich morgen. Naja, dann habe ich noch eine ganze Weile versucht, dich irgendwie wieder zu beleben. Ja. Aber du hast mich doch... Was? Ja, irgendwie musste ich... Scheiße, ich brauche noch Dings hier. Ich brauche Holz, Junge. Holz, Junge. Holz. Ja, ist auch irgendwo hier. Gimme Wood. Und hier ist auch noch ein Stoff drin. Hier sind auch drei Stoff. Das ist ja super gut. Dussel, Alter. Ja, das war jetzt ein bisschen Verschwendung. Gut, aber erstmal brauchen wir jetzt Holz. Ich habe noch irgendwo Holz rum. Ja! Super gut. Es kann manchmal echt gut laufen, oder? Ja. Ich meine, wir hatten auch eine ziemlich geile Loot-Tour gemacht. Ja, das stimmt. War sehr ertragreich. Ach Quatsch, ich muss nicht Fan von gewesen. So, jetzt kann ich es aber auf jeden Fall. Ich leg den Stoff mal hier dazu. Ja, leg das mal dahin. Das ist gut. Quatsch, das sind Planken. Wo ist denn. Wieso kann ich Ruder jetzt nicht bauen? Das ist ausgegraut. Muss ich da einen Hammer in der Hand haben für was? Ja. Wo auch immer der jetzt gelandet ist. Wo haben wir unseren Hammer hingeschmissen? Das kann ich dir leider nicht sagen. Destillen sind leer. Ich werde uns mal. Das ist schlecht. Also, stimmt, ich hatte die vor. Was ist jetzt los? Ich werd die Mauer mal auffüllen. Ja, hier sind Kokosnüsse. Sag mal, hast du hattest doch irgendwo sicherlich die. Die was? Solarlampe, die hattest du, hatten wir irgendwo die, hier. Ich glaube, ein Floß ist das noch. Ein Floß? Ja. Das ist jetzt ganz schön ficke dunkel hier. Deswegen, ich habe nämlich etwas vor. Willst du mich einweihen in deinem Plan? Ich möchte uns Licht kredenzen. Das klingt richtig gut, weil es ist stockfinster. Meine Fresse ist das Duster. Aber ich muss erstmal das Floß finden. Was hast du? Das ist doch direkt dahinter. Ich bin auch ein Duster, mein Mann.
Ja. Haben wir noch Fleisch? Ruß. Hier ist noch ein verfeinerter Hammer drin gewesen. Ja, den habe ich gerade gesucht. Gib die mal her. Ist der nicht zu fassen? Nicht, Jogging. So, was ist denn jetzt da? So, du holst jetzt Fleisch. Wir haben nichts mehr im Ofen und wir müssen gleich schlafen. Es ist dunkel. Soll ich jetzt? Ja, gib die Mühe. Ach, ich habe den Hammer gefunden. Guck mal. Aha. Ich pack mal das wichtige Werkzeug hier an den Räucherofen. Wie soll ich denn jetzt hier im Dunkeln irgendeinen Fisch finden? Tja, also, das musst du dir jetzt überlegen. So, den droppen wir jetzt erstmal. Den sieht man auch echt beschissen, ey. Ich würde den lieber in die Kiste legen, tatsächlich. Ich pack den mal hier rein. Also, jetzt kann ich finster der Nacht hier mehr zu tauchen. Das ist echt creepy, Digga. Ja, glaube ich. Aber du musst, du hast die letzte Loot-Hose versaut. Das bin ich wieder schuld. Nee, hallo, wer denn sonst? Guck mal, ich habe Jagenaufstieg. Ja, hättest du mal gewartet mit dem Haijagen. Wäre vielleicht was gewesen. So. So, ja, es war eine dumme Entscheidung, aber ich wollte dich halt überraschen. Ja, ja. So, das fährt nach da. Muss das auch kommen. Aber das Gute ist, den Hai, den ich jetzt schon angepiekt habe, der behält die Schwere drinnen. Ja, ist ja schön. Vielleicht finden wir den in 5000 Jahren noch wieder. Nee, der patrouilliert hier irgendwo in die Kiste rum, weil die haben ihr Territorium tatsächlich. Also ich finde Baum tatsächlich ein bisschen freaky hier im Spiel. Also das snappt alles nicht so, wie ich mir das vorstelle. Da, kurz ging's und dann... Jetzt nochmal ein Stückchen weiter rein. So, und bin mir ziemlich sicher, dass das jetzt gleich schief geht. So, das hat geklappt. So, wir haben auf jeden Fall ein Floß mit einem Ruder und einem Segel. Nicht zu fassen. Was ja erstmal schon ziemlich cool ist. Ja. So, das heißt, wir können jetzt gleich schon mal damit schön durch die Gegend schippern. Dann mache ich mich jetzt an und mache mal hier die ganzen Truhen leer. Wir können wahrscheinlich auch noch ein zweites Segel draufbauen. Zeig mir mal das Floß. Ich glaube, das geht nicht, weil wir erst zwei Grundplatten da haben. Natürlich geht das. Natürlich geht das. Wenn ich sage, was geht. Oh, ich habe noch Fleisch, guck mal. Dann gib mir mal einmal den Hammer, dann brauche ich noch so ein zweites Segel. Ja. Liegt. Hier. Oh, hier liegt auch Leder. Guck mal, dass du unbedingt holen wolltest. Das habe ich gerade dahin gelegt. Wolltest du uns nicht Lichtkredenz mit deiner schönen Lampe? Ja, ich habe die Lampe hier, aber. Wir haben noch nichts uns anbringen können. Dann ist mir eingefallen, wir müssten ein Seil dafür opfern. Die Seile sind gerade echt mau. Deswegen, ich könnte halt einen normalen Haken bauen und den irgendwo anbringen. Ich hoffe mal, dass wir den an ein... Also unsere Yucca-Pflanzbeete hat ganz schön wenig Wasser. Da bräuchten wir wahrscheinlich mal so einen Schlauch, ne? Ja. Wie macht man denn diesen blöden Schlauch? Ja, wir können das auch mit so einer Kokosnusspflanze machen, das ist nicht das Thema. Mit so einer Kokosnusspflanze? Ja. Was mit so einer Kokosnuss? Aufstieg, das ist schon. Oder wie? Ja, so eine Kokosnussflasche halt. Ach, Kokosnussflasche, ah. Da brauchen wir aber auch wieder ein Seil. Auf den Seil. Ach, scheiße. Ey. Ja, es ist übel. Das ist gerade absoluter Mist. Ich gehe mal einmal. Ich meine, das geht hier noch. Ne? Und wir haben hier vielleicht auch die. Das Glück, dass wir hier. Ich kann die Lampe hier auch erstmal stehen lassen. Ja, ich guck mal einmal rum, ob ich ein paar Dings zusammenkriege. Hier sind auf jeden Fall schon mal welche. Ich glaube, ein Seil könnten wir schaffen. Oh, mein Messer ist aber auch nicht mehr so geil. Und meine Axt auch nicht. Das ist ganz schön crap. So, einmal der Licht. Tatsächlich wäre sowas wie eine Offhand nochmal ganz cool. Wie eine was? Wie eine Offhand, dass du zwei Sachen zumindest halten kannst. Also ein Messer und eine Taschenlampe kriegen wir, glaube ich, gleichzeitig gehalten. Oh ja, doch, wir kriegen mehrere Seile sogar zusammen. Das läuft. Es ist stockfinster. Können wir nicht demnächst schlafen gehen? Boah, ja, ein Seil haben wir schon mal. Gibt es eigentlich Shortcuts? Also, das sind mir jetzt auf die Tasten. Ach ja, mit dem Werkzeuggürtel, ne? Da geht das dann. So, hast du jetzt irgendwie ein Seil für mich, oder wollen wir nicht erstmal schlafen gehen? Ja, ich suche hier. Ich lauf wenigstens einmal jetzt komplett um die Insel rum, ist glaube ich sinniger. Und dann habe ich tatsächlich ein Seil zusammen hier. Ich glaube sogar zwei. Kann man jetzt auch noch eine.
Und dann habe ich genau zwei Seile zusammen. Wie gut ist das? So, sind unsere Destillen voll befüllt? Nee, sind gar nicht befüllt. Kannst du noch ein paar Köbbe da klein hauen, dann mache ich Seile. In der Zeit. Ich kann auch was aufbauen, das sehe ich gerade. Ich bin auch ein Trottel, ey. Das ist so eine kleine. Boah, das ist diese Maus, da haben wir verschwunden. So, jetzt haben wir vier Seile, das ist doch schon mal ein guter Anfang. So, wir haben jetzt auf jeden Fall zwei. Zwei Segel, das ist schon mal richtig gut. Das ist wunderbar, aber wir müssen jetzt erstmal. Wir haben jetzt aber auch keine Axt mehr, vielleicht sollten wir eine neue Axt bauen. Eine Axt habe ich noch, die hat noch 45,5%. Okay. Ach, und ich habe auch noch einen verfeinerten Hammer, ne? Ja, den müsstest du noch haben. Ich habe auch den anderen Hammer. Die klingelten bei Geld. Das war der Räucherofen. Achso, cool. Da haben wir instant einen Deckel reingebaut. Weil wir halt so unglaublich talentiert sind. Ja. So, wir brauchst. Mehr brauchst du nicht. Ich habe eine schon voll und die andere ist angefangen. Na, ist egal. Brauchen wir trotzdem. Haust du die gleich klein, sagst du, ja? Ja, dann lass es schlafen gehen. Ja, das ist eine gute Idee. Eine Dadu-Dadu. Jetzt hat unser Floß hier zwei Segel. Das ist total gut. Das heißt, es geht schon mal ein bisschen mehr ab. Ich kann mal gucken, ob ich noch einen Anker zusammenkriege. Brauchen wir vier Seile für und sechs Steine. Sechs Steine. Ja. Also Steine ist nicht das Problem. Ja, Seile habe ich zwei jetzt hier. Ich habe auch noch ein Seil. Ja, das reicht nicht ganz. Das war laut. Mhm. Willkommen in der Innenstadt. Ja gut, okay. Ich guck mal, ob ich nochmal. Wenn wir vier noch finden, kriegen wir sogar einen Anker. Da war doch noch eine ganze Juckerpflanze da. Und ist das Ding hier? Ja. Na gut. Genau, ich mach Licht. Boah, da kommen richtig viele runter, das wäre geil. Sechs Stück. Das habe ich dir schon 100 Mal gesagt. Die nee, wahrscheinlich nicht. So, gib mir mal die Seile. Hier ist auch noch ein Setzling. Unfassbar. Gib mir du mir doch die Setzling. Dann. Dude. Ich habe drei Seile hier. Ne, dann drop. Dann brauche ich den Anker. Zack, zack, zack. Mehr brauchen wir nicht, nur drei. Achso, Steine brauchen wir. Genau, sechs Stück. Die lagen hier. Zack, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du sorgst für unser leibliches Wohl? Ja, ist schon alles fertig gekocht. Die Destille ist hier aber gar nicht befüllt. Mini. Ja, Moment, ich muss ja erstmal was. Wolltest du doch tun? Ich muss doch erstmal Feuer auffüllen. Füll doch erstmal Feuer auf. So, jetzt sollte ja hier irgendwo Anker sein. Floßruder, Floßmotor, Floßanker. Nee, Holz brauche ich noch. Mit Wut. Meine Güte. So, jetzt aber ein Anker. Oh, jetzt muss ich da wieder hin navigieren. Ja! So. Ach, ich habe keinen Hammer. Mann. Manchmal ist mein Inventar voll. Ich kotze im Strahl, ey. Coconut. Und den Anker, den machen wir vorne dran am besten. Meinst du? Ja, weil wenn du nämlich hier am Ruder sitzt und das zur Seite gucken, das ist doof, dann kannst du nämlich den vorne ran machen. Oder ja, aber nach vorne würde ich das Floß ja erweitern. Oder hier direkt seitlich. Aber da, also nach hier, nach da und nach da würde ich das Floß ja erweitern wollen. Ja, das kannst du trotzdem machen. Achso? Ja, das funktioniert. Auch wenn da ein Anker dran ist? Ja. Was ist das dumm? Also ich baue meinen Anker auch immer direkt vor mir mit ein, damit ich das während der Fahrt gleich runterschmeißen kann und nicht erst nach links oder rechts gucken muss. Okay, gut. Floßanker. So, kann ich natürlich jetzt gerade wieder nicht anbauen. Warte, ich ziehe schnell ins Wasser. Genau, zieh mal raus hier. Das ist ja alleine irre frickelig, ja? So, snap. Jetzt, snap, das. Snap, du Anker. Snap. Da geht. Hier geht nicht. Du musst machen vorne ran. Da mach ich nicht ran. Mach ich da nicht ran. Ja, sehr verstanden. So. Ja, da ist irgendwas vor, warte. Ja, hier schon. So. Ja, wunderbar. So. Dann mach ich den gleich fest und zack. Das ja, kann schnell weg. Schwimmt schnell weg. Geile Matte. Wollen wir den nächsten Tag gleich mal ja, wieder auf eine gute Tour, ja, ne? Ja, erstmal, wir machen, wollen wir vorm Schlafen gehen hier, damit wir den ganzen Tag nutzen können. So viel Licht wie möglich und so. Vielleicht den ganzen Kram hier ausräumen schon mal, bevor wir schlafen gehen. Ich meine, hier haben wir ja genug Licht. Das ist leer. Nee, das ist noch nicht leer. Also alles was leer ist, ist die haut schon mal rein. Ja, das muss er machen. Kokosnüsse bis zum
ertrinken da drin, Alter. Und den Hammer wollte ich nicht wegwerfen. Na gut, werf ich den weg. Also, der kommt mit. Also, die sind alle leer hier. Bis auf die eine mit den Kokosnüssen. Guck mal, ob es hier schon läuft, bis du angeschmissen bist. Ja. So, dann. Wollen wir eine Kiste hier lassen, indem wir so Werkzeuge so sammeln? Ja, du kriegst da eh bloß drei Sachen rein. Das ist, ja, die Teile sind eigentlich total. Naja, sie sind besser als nix halt, ne? Alles mit dem Sortieren würde ich erst machen, wenn wir tatsächlich Regale haben. Das macht mehr ja Sinn. So, ich habe hier noch ein Seil, das wir jetzt wahrscheinlich erstmal nicht brauchen. Taschenlampe würde ich mitnehmen wollen. Ja. Hast du mit dem Fuß, Alter? Nee, ich bin mit dem Fuß tatsächlich gegen meine PC-Abdeckung gekommen. So. Dann schnappen wir uns die mal. Also ich habe 5 Kisten, ich denke mal, das ist erstmal okay. Ich habe 4. Ich muss ja wahrscheinlich eine Hand frei behalten, ne? Ja, mach ich auch. Gut, dann können wir jetzt speichern und... ach, wo speichern ist eigentlich doch für speichern. Also ich sehe keinen Grund. Guck dir das mal an, ey! Lass mich das doch machen. Nein. Jetzt aus Prinzip. Warum geht denn jetzt hier gar nichts? Alter. Du, ach, weil du dran bist. Deswegen. Ja, deswegen sag ich doch, lass mich das doch machen. Ja, das konntest auch gerade nur du machen. Ja, ach nee. Aber du wolltest ja unmittelbar. Deswegen ich konnte da gerade gar nichts kontrollieren. Deswegen habe ich gerade diesen unglaublichen Facepalm gemacht, weil du einfach nicht gerafft hast. Ja, aber weil ich ja genauso gedrückt hast, du Vogel. So, jetzt mach. Nee, bloß weil dieses Spiel einfach nichts kann. So, gespeichert ist. Schlafen. Gute Nacht. So. Unglaublich. Unglaublich. So, es ist ja immer noch dunkel. Ist ja, es ist aber wenigstens 10 nach 5. Ja, und ich esse jetzt was. Ja, das sollten wir. Wie ist dein Essen? Mein Essenshaushalt ist, ich bin fast tot. Ja, dann gönn dir, hau rein. Ich glaube, ich esse ein paar Mal. Wie ist bei dir? Und mir geht's noch. Boah, dir geht's ja richtig gut. Ich esse die alle. Das ist aber sehr egoistisch von dir. Du bist voll gegessen, ey. Was will? So, ich jetzt auch. So, aufs Meer, oder? Nee, du warte doch mal ab, ey. Ich muss. Meine Stats waren gerade alle im Keller. Wieso ist hier eine Kokosnuss drin? Willst du mich rollen, oder was? Möchtest du vielleicht mal den Kompass machen? Nach der Erfahrung vom vorletzten Mal, ja. Ich lege ihn dir direkt vor die Füße, okay? Dann kann ich das Ding. Hier liegt er. Dann habe ich jetzt zwar kein Dings mehr frei. So. So. Na komm. So. Soll ich das Segel lösen? Mach ich schon. Achso, so, das wäre gut. Du müsstest nur den Anker lösen. Achso, ja, das kann ich machen. Anker eingeholt. So, Anker eingeholt. So, fahren wir denn eigentlich hin? Hier waren wir letztes Mal unterwegs, oder? Ich weiß es nicht mehr. Und lass mal da ganz nach links. Lass mal Richtung Norden. Fahren wir links rüber. Ja, die Insel nicht. Eine daneben. Schippern quasi einmal um unsere Insel rum. Da waren wir dann sicher noch nicht. Weiter links. Noch weiter. Das ist aber hier. Meine Güte! Du flogst aber ganz schön. Oh, guck mal hinter uns. Was denn da? Das ist. Oh, das müsste der Hammerhai sein. Ja, super. Den ich angepickt habe. Wo wir ihn jagen? So, nee, weiter hier rüber. Erstmal will ich da hinten auf die Insel. Ich fühle mich hier unsicher. Das weiter links? Ja, ein Stückchen weiter links noch. Dann fahren wir Richtung Nordwest-West. Das schlingert aber ganz schön, das. Ja, ja. Gutchen. Nordwest-West, dann müssen wir zurückfahren, wir nachher Ost-Südost. Ost-Südost, genau. Und wie schön schnell wir unterwegs sein können. Ja, tatsächlich. Ein bisschen Angst, hier runterzufahren. Kannst du mal ins Wasser hüpfen? Nö, ich knie mich mal hin. Ich hab's nicht so mit Wasser, das weißt du doch. So, wir merken uns Ost-Südost zurück.
kann jetzt nicht mehr. Scheiße. Egal. Es gibt tatsächlich eine Trophäe in dem Spiel. Das ganze Spiel ohne Kompass durchspielen. Ohne ihn einmal in die Hand zu nehmen. Scheuer oder was? Nö. Ist schon unglaublich. Ost, Südost. Das ist ja vor am Steuer und so, ne? Ja, das wird das. Oder vor am Kompass. Ja, aber du siehst die Insel schon, ja? Oder du, also du weißt, wo wir hin müssen. Also ich sehe gerade nur Segel vor mir direkt. Das ist ja super gebaut. Aber ich konstruktionsbedingt. Ich denke, kann man eigentlich die Sachen wieder umsetzen nochmal? Du kannst sie abhacken, dann kriegst du, ich glaube, 3/4 deiner Ressourcen wieder. Das ist ja Mist. Ja, aber das ist ja zu wenig. Aber du musst es ja unbedingt gleich 2 haben. Aber gut, dafür sind wir jetzt natürlich schön schnell unterwegs. Bisschen weiter links. Richtig. Bin hier gerade so ein bisschen aus dem Bild rausmarschiert, aber jetzt siehst du die Insel, glaube ich, oder? Ich kann auch auf deinen Dismus gucken. Achso, ja, stimmt. Das ist ja irre einfach. Das ist ja super. Das Gelbe ist ja. Oh, da schwimmt was Rotes. Das sind Container, die kannst du abbauen. Die kannst du aber nicht ins Inventar stecken, dass ich ein bisschen Schaden finde, sondern auch bloß die Reifen hinter dir herziehen. Ne, das ist doof. Aber ich glaube, damit kannst du Türen bauen und sowas. Aber ich werd dir nachher übrigens einen coolen Trick zeigen. Du willst mir in dem Spiel einen Trick zeigen? Ja, will ich. Also sobald wir genug Fässer haben und so. Das setzt natürlich voraus, dass wir genug Fässer irgendwie zusammenkriegen. Oha. Das ist aber, hier könnte man auch geile Feste drauf bauen. Achtung, links, 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 wir laufen auf Grund. Gut, hat geklappt. Jetzt sind wir auf Grund gelaufen, Trottel. Du bist um den scheiß Stein rumgefahren. So, setz den Anker. Hier schon? Ja. Okay. Zack. Okay. So, mein Problem ist, ich kann jetzt noch keine. Oh, da ist gleich eine Krabbe. Ich glaube, lieber beschmeißen oder lieber drauf hacken. Die pieken wir. So, ich leg einmal unseren. Ne, warte mal. Erstmal die ganzen. Krabbe auf gleich Schwein. Höchstwahrscheinlich. Mit hoher Wahrscheinlichkeit, ja. So, die Krabbe ist down. Das ging ja fix. So, wollen wir ein bisschen zusammenbleiben erstmal und gucken. Genau, legen wir erstmal alles ab. Erstmal die Gefahren abchecken hier. Ich sammle jetzt definitiv erstmal Pipi-Pflanze. Gut, und denn. Stoff. Ich habe mir Oder gedacht. Guck dich richtig um. Du hast den Stoff hier zum Beispiel. Ich wollte ihn gar nicht mitnehmen, Alter. Ich wollte erstmal gucken, was hier an Gefahren rumrennt und erstmal die Insel cleanen. Weißt du? Ja, hier ist schon mal Schlange. Ja, dann mach sie weg. Nichts, dafür müsste ich sie sehen. Tatsächlich sehe ich sie nicht. Ich habe auch noch nie eine Schlange in dem Spiel gesehen. Das macht es nicht leichter. Das heißt, ich habe nichts, woran ich mich gerade so ein bisschen aufhängen kann. Da ist ein Schwein und eine Krabbe. Ich komme mal zurück zu dir. Zu zweit ist mir besser. Jetzt höre ich hier auch noch wieder die Schlange. Lass sie nicht beißen. Ja. Oh, Schwimmer. Die Schwimmer nehme ich definitiv schon mal mit. So. Krabbe habe ich tot, aber da war auch noch ein Schwein. Schwimmer nehmen wir mit, das ist eine gute Idee. Dann erweitern wir gleich das Boot vor Ort. Was hältst du davon? Oh, ich hab einen Kompass. Na super. Brauchen wir 2. Kein Platz im Inventar, ja, toll. So, ich gucke jetzt, dass ich hier ein Seil zusammenkriege. Erstmal deine Axt haben. Da finden wir noch mehr Schwimmer. Das wäre total cool. Also wenn du genug zusammenkriegst für einen. Ich habe auf jeden Fall jetzt schon für ein Segment Erweiterung Schwimmer dabei. Sehr gut, das ist geil. Dann, wie gesagt, hier die Planken nehmen wir mit. Ja. Ich habe auch schon eine. Oh, ich habe hier gerade einen Schwein vor der Nase. Das ist direkt bei unserem Kisten. Wie scheiße ist das denn? Das große Schwein, das ist ein kleines Schwein, das tut nichts, das läuft bis weg. Also kann ich es erlegen? Das kannst du erlegen, wenn du möchtest. Oh, nee.
Jetzt haben wir aber keinen Hammer dabei, oder? Den werde ich auch gleich bauen. Grobe Axt. Jetzt können wir das nämlich nicht erweitern. Yep. Und deswegen gucke ich gerade, dass ich hier so viele Setzlinge wie möglich habe. Also mein Hammer ist jetzt kaputt. Das ist ja erstmal nicht schlecht. Denn jetzt kann ich jetzt mal ein Seil bauen. Und dann... Ja, bauen wir lieber einen Hammer oder lieber eine große Axt? Ja, wenn wir das jetzt erweitern wollen, brauchen wir jetzt einen Hammer. Gut, dann brauche ich noch einen Stein. Stein habe ich hier. Guck mal rein. Stein lag auch direkt neben dir übrigens. Sehr gut. So, dann... Wo sind noch Planken? Das ist schon mal sehr gut. Hä? Ich habe da vorne einen Stein aufgesammelt. Wo ist denn der hin? Der da oben. Ja, das ist der eine, den ich von dir gekriegt habe. Ich habe vorhin auch schon geholt. Ja, den hast du wahrscheinlich gedroppt. So, alles gut. Alles da. So, dann habe ich einen Hammer. Dann brauchen wir für den Flug. Hast du die Schwimmer hier schon irgendwie hingepackt? Nee, die habe ich gerade noch im Inventar. Okay. Ich habe ja noch die Hoffnung, dass wir noch irgendwo einen Wrack finden, wo noch mehr Schwimmer drin sind. Das wäre total geil. Okay. So. Wie lange hält das Messer noch? Das Messer ist auch bei Schrott, Alter. Ich muss jetzt. Das ist großes Schwein, pass auf. Okay. Vor dir. Oh ja. Ein Pinziert. Mit dem will ich mich ungern anlegen. So, guck mal, dass wir noch Seile zusammenkriegen. Ich muss jetzt erstmal eine Axt bauen, weil ich habe nichts mehr. Und mein Messer ist auch bei Schrott. Ich kann jetzt einen Faustkeil bauen. Geil. Ich lege die Schwimmer in die Kiste. Das ist gut. Ich muss jetzt erstmal irgendwie eine Axt bauen. Hast du zufällig schon für Schnur da? Nee. Das ist übel, denn ich habe nicht mal mehr ein Messer. Ich brauche mir jetzt einen Faustkeil. Ja, warte, ich mach. Bauen wir 4. Cool. 1, 2. Ah, sehr gut. Ach nee, das auch nicht. Holz habe ich da. Was du brauchst. Was ist hier offen? Ja, ich habe vielleicht dieses Inventar schon. Gerade mal nicht. Oh, hier ist eine Kartoffel. Ja, guck mal hier, Holz. Komm, bitte. Was denn da wie ein Blöder? Achso. Schnur. Schnur, achso, du hast die Schnur erstmal gebaut. Dann brauche ich noch 2 Faustkeile. Oh, da ist der Schwein. Das Schwein kommt. Ja, ja. Ich bin schon auf Speer. Oh ja. Voll daneben. So. Oh, ich hab. Echt. Alter, ich laufe jetzt von dem Spiel weg, weil ich habe irgendwie die Agro am Spiel. Also ich hab's kaputt gemacht. Alter Vater, die sind echt mächtig. So, wie tot bin ich? Gib mir mal 3 Speere wieder. Ich habe selber nur 4. Hier liegen doch noch welche. Hast du versemmelt, beschreibert? Ich habe nicht alle getroffen, nee. Entschuldigung, ich wurde von dem Schwein ganz schön fies. Gemobbt? Ja. Ich wurde schwer getroffen, ich bin auch fast tot tatsächlich. Echt? Ja. Oha. Nee, der hat nur mich getroffen. So. Okay. Oh, wenn wir jetzt aufs Meer gehen, ne? Alter Schwede, das hüpft. Gehen wir ja nicht. So, ich brauche noch einen Stein. Den suche ich mir jetzt mal. Das erste Segment so ein bisschen erweitern. Das kannst du sonst ja machen. Ich suche mir jetzt einen Stein. Hier ist überall Stein, aber ich kenne keinen Stein. So, ich krieg auch so ein bisschen Hunger tatsächlich. So, was bräuchte ich? Den Faustkeil kann ich eigentlich schon mal bauen. Alter, dass diese Maus hier immer da. Das kann ich nicht tragen, oder was? Willst du mich auch im Spiel? Wow, das war nett. Ja, da willst du jetzt gerade echt nicht offen mehr sein. Nö. Ich will generell selten auf dem Meer sein, tatsächlich. Auf dem Meer macht es tatsächlich echt Spaß. Mit, ach, das ist ein kleines Schwein. So, ich brauche Steine. Steine liegen 4 Stück in einer Kiste. Oh, das ist das Meer jetzt. Ah, ich habe einen. Sehr schön. Nein, oh, fuck. Was denn? Das ist versemmelt. Ist es angegangen?
Nee, ist es nicht. Das ist nämlich, durch eine Welle ist es gerade nach oben gebackt und ja, scheiße. Ja, schön verkackt. Kannst du dann wieder abbauen? Ja, dann kriegen wir aber bloß drei wieder. Ja, hilft ja nichts. So ein Dreck, ey. Auf dem kleinen Boot hier warst du schon, ne? Hier vorne? Da war das, ja. Gut, dann suche ich mir das nächste Wrack. Ach, Michi, ey. Das ist die zweite Folge in Folge, wo du massiv verkackst. Nee, da hab ich das hier. Okay, dann muss ich da. Wir haben bis zwei Schwimmer wieder bekommen. Ja, super. Also dafür, dass du hier den großen Lehrmeister spielst, ne? Ey, schon. Da kann ich echt nichts für, dass die Welle das gerade hochgehoben naja. Hat und konnte ich das dann nicht anbauen. Naja. Ey, du bist. Wenn dir das passiert wäre, ja, das Spiel ist gerade schon, die Welle, aber wenn mir das passiert wäre, oh, das ist so scheiße. Ja. Dann mach da was los. Wenn wir da schon was draus machen können. Ich muss das ja erstmal irgendwie alles wegholen. Ich weiß nicht, wie lange das da rumschwimmt. Das kommt. So, einreifen. Wahrscheinlich kriege ich die da nicht vernünftig weg. Zumindest eine Erweiterung. Ich glaube, wir brauchen drei Reifen. Warum höre ich einen Schlangensound mitten auf dem Meer? Weil ich gerade an einer Schlange vorbeigefahren bin. Aber was hat das mit meinem Spiel zu tun? Gut, haben wir drei Reifen. Ein Segment ist schon mal safe. Erwähnt, dass ich ein bisschen Hunger habe, Durst habe. Ich glaube, ich suche gleich jetzt mit Beinen. Dann gönn wieder die Kokosnuss. Ja, ja. Ist ja wahr, ich gönn mir gleich mit Beinen. Komm schon. Oh, weißt du, was die Folge schon jetzt hören? Das ist ja kaum zu glauben. So. Gut. Die haben wir schon mal. Wäre, glaube ich, cool, wenn du das Schiff hierher bringst. Jetzt weil die Reifen da hinbringen, ist scheiße. Jetzt du kannst dich doch ziehen. Toll, jetzt bin ich vergessen worden. Ich kann auch das Segment hier bauen. Achso, das geht auch. Das ist ja gut. So, was ist das denn? Oh, ich habe eine zweite Taschenlampe gefunden. Und eine Ration. Die Ration kannst du dir gleich gönnen. Bringt die Flüssigkeit wieder. Ja. Na den. Hä? Das musst du auch mitnehmen. Ja. Ah, guck mal hier. Ja. Truhe? Ist da irgendwas drin? Weiß ich nicht. In jedem Fall möchte ich eine Truhe haben. Bestimmt ist da was drin. Oh, brauchen wir sogar nur zwei. Noch mal ein paar finden. Also so ein Stapel. Ein Reifen wird schon reichen. Also ich habe ein Seil gefunden. Wie gut. Sehr gut. Wie gut. So, die Ration gönne ich mir. So, ich lagere hier mal gerade ein bisschen was. Ich habe ja auch noch eine Planke liegen. Jetzt ist es schon mal ein bisschen weiter hier. Ja, ja. Es ist nur der Nachteil, dass das Ding jetzt ein Beschlag sein kann. Ja, dann müssen wir jetzt ja immer noch ein paar Reifen finden. Also. Oder drei Schwimmer. Ja. Du bist aber auch mutig, ne? Im Sturm, im Wasser, Haie und so. Ja. Ist das ein Geheimnis? Da oben sind Fässer. Können wir aus Fässern schon bauen? Ja. Geil. Brauchen wir aber drei für. Das ist ein ganzes Paket. Sollte gehen. Was ich jetzt brauche, ist erstmal eine Pippi-Pflanze. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich da irgendwie hochkomme. Ah, hier könnte gehen. Ja, drei Fässer. Sehr gut. Ob ich die bis an den Strand schmeißen kann? Was meinst du? Ja, wenn du gut bist, dann kriegst du es hin. Ach, der Sturm ist vorbei, ist ja erstmal ein guter Anfang. Das ist schon mal sehr gut. Also ich hab mir jetzt eine Kokosflasche gebaut. Gut. Dann
hole ich jetzt die Fässer. Lass mir die Fässer für dich gut. Dann hat sich das mal Schlagseite nämlich erledigt. Zack, das erste ist. Oh, die Scheiße, ich gehst mir so. Ich sehe diese Scheiße. Da ist sie. Ah, hab ich auch mal gesehen. Das ist hier echt die überlebten Speerwurf. Alter, wie bescheuert ist das denn? Weißt du, der Speer ist so dick wie die Schlange. Ja, also ich kann das ja gerade mit beobachten. Aber ich kann sie auf jeden Fall nicht verlieren, denn sie trägt meinen Speer mit. Ja. Die sieht man aber auch echt so, scheiße, oder? Das ist meine Fresse. Ja, das war's. Sehr gut. So, hab ich jetzt hier. Okay, hier Grafikglitch ist auch schön. Also dich konnte ich besser werfen als die Fässer. Nee, ist echt so. Ich bin auch eine schlange Persönlichkeit. Ja, ein Persönchen. Aber ich glaube, die Fässer sind leer. Die dürfen jetzt auch nicht tonnenweise liegen. So. Ich hole das letzte Fass. Schnelle Heilung. Ich habe mir ein Antidot gebaut. Das ist wahrscheinlich eine gute Idee. Also würde ich auch eine nehmen. Ich bin auch fast tot. Tatsächlich. Bist du vergiftet? Nee. Das ist dann bloß kein Antidot. Nö, aber da stand schnelle Heilung. Schnelle Heilung heißt für mich mehr als Antidot. Schnelle Heilung heißt, weil du was gegessen hast. Deswegen geht deine Achso. Dein HP wieder hoch. Ah. Alter, guck dir mal den Grafikglitch an, ey. Welchen? Den hier. Ihh, das hab ich noch nie gesehen. Sowas gibt's nur auf Ragnars PC. Ja. Geil, oder? Nee, ich glaube, das ist so eine Folge des Sturms. Das war gar nichts. Das war ja. Hä? Oh, nee, bleib hier. Oh, jetzt hätte ich mir fast was gebrochen, glaube ich. Das war knapp. So. Ich habe das dritte Fass, das heißt, wir können nochmal einmal anbauen. Jetzt brauchen wir dafür ein Seil, ne? Habe ich gerade gebaut? Ja, habe ich auch. Habe ich hier. Ich würde das gerne machen. Hier ist schon wieder eine. Irgendwie ist schon wieder eine Schlange. Regel das mal. Ich habe mich gerade erst entgiftet. Das wäre schön, wenn man das irgendwie wieder machen muss. Wieso machst du das jetzt schon wieder? Du Schwein, ey. Du brauchst mir den Skill. Ja, weil ich gerade den Hammer in der Hand habe. Achso, na ja. So, was machen wir jetzt mit dem einen Reifen hier? Scheiß. Ich schleppe den mit. Diese Drecksschlange, ey. Ich soll sie mal verpissen. So, hacken wir eigentlich wieder Palmen kurz und klein? Kann man machen, ja. Macht Sinn, oder? Wir brauchen die Blätter. Zack, der Reifen liegt bei unseren Kisten. Den brauchen wir hier mitnehmen. Der fällt uns sowieso runter. Wieso? Ich kann ihn festhalten. Während du uns nach Hause dirigierst. Ja, natürlich. Männliche Aktion. Männliche Aktion. Was für ein Mann. Hast du hier zufällig irgendwo noch eine Planke gesehen? Ja, hinten. Da, wo ich den ganzen Kram gelagert hatte, bei dem Schiff. Da liegt noch eine rum. Hast du die nicht mitgenommen, ne? Entschuldigung. Jetzt wird es auch noch dunkel und ich sehe nichts. Und wir können nicht mal speichern. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal gleich zurück. Diese Schlange nervt mich, würde ich das erwähnen. Die nervt übel. 4. 1, 2, 3, 4. Alter, ist das duster. Kannst du uns irgendwie mal ein Feuer bauen oder so? Das müssen wir sehen. Du hast so eine Taschenlampe, Mann. Ja, aber die kann ich doch nicht beim Hacken. Kannst du mir aber geben und ich kann dir Licht machen. Das klingt gut. Beleg doch mal ein bisschen. Typ. Ja, du bist ja gerade von Dings wieder. Aber erstmal muss ich uns einen Fußboden bauen. Ich muss erstmal was trinken. So. Komm her. Muss ich die nicht irgendwie die so trinken? Nee. Muss ich häuten, ne? So, das sieht doch gut aus hier. So. Dann können wir uns nämlich nochmal zwei Siegel bauen. Hast du ein Messer da? Nee. Kannst du mir die einmal aufmachen? Bist du der? Ja, ich sehe dich nicht. Das ist das Stockfenster. Mach mich immer wieder einmal auf. Danke. Gib mir mal die Taschenlampe. Jo. Ja, hier kannst du sogar behalten. Ich habe zwei im Inventar jetzt. Die Sau liegt noch hier? Die soll ich gleich mitnehmen.
Ja, das können wir nach Rauplay machen. Ich weile die gerade aus. Das ist gut. Ah, das ist disgusting. Ich stelle sich auch an die Mäuschen, ne? Du aber auch. Ach komm. Doch. Gar nicht. Doch, nee, ich finde nicht. Eins, zwei, drei, vier. Das verringert sich nachher. Ja, besseres Werkzeug, bessere Fähigkeiten. Das hilft, ja, ne? Hilft ungemein. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, nimm die mal alle aus. Wir brauchen ja ordentlich. Futter. Ja, zwei mal das Ding da groß, ne? Joa, das soll nicht irgendwie ordentlich ein paar sein. Zwei, das sind zwei große Fleischstücke. Joa. Das geht erstmal. Ich bin erstmal froh, dass wir unser Floß ein bisschen erweitern konnten. Ja, mehr Seile wären cool, oder? Ja, deswegen bauen wir zu Hause 30 Stücke an. Ach so. Ja. Ist dann nur so. Aber du piepst noch. Warum piepst du noch? Ja, wahrscheinlich, weil ich Durst habe. Warum trinkst du dann nichts? Nee, gar nicht. Guck mal auf den Status. Ich hab nichts. Alles cool. Muss ich gleich mal bei mir gucken? Ich bin halt, ich hab halt live echt down. Aber sonst geht's. Also ich habe auch keinen Status-Effekt. Hm. Negativ-Effekt. Komisch. Wollen wir eigentlich auch gleich ein bisschen Holz hier mitnehmen? Also so viel wir können. Also meinst du Stöcke? Ja. Ja, das ist logisch. Ja, dass wir mal anfangen können, uns irgendwie eine Behausung zu bauen, das wäre total toll. Oh, hier ist noch Juka. Gleich mit. Ne, hab ich vor. Das wäre nicht. Wir sollten allerdings uns auch mal auf den Rückweg machen. Wieso? Ja, weil wir nicht speichern können. Und wenn wir Tage durchmachen, dann... Ja, werden wir ein bisschen insane, ja. Insane in the backbrain. In the membrane, ja. Membrane. Bei mir ist das immer das Backbrain. Alter, ist das stockefinster, ey. Das kleinste bisschen Looten ist hier schon Pest. Also bei mir geht's, ich hab den Mund gerade auf meiner Seite. Ja, ich bin hier so ein bisschen... Was war in dem roten Container? Da ist nie was drin. Da ist nie was drin? Nein. Das sind bloß zum Abbauen da. Und wie baut man die ab? Und was kriegt man dann? Den kriegt man Container. Containerwand oder so. Okay. Die kannst du halt so hinter dir herstellen. Du kannst halt daraus auch Sachen bauen, also jetzt Wände für dein Haus oder so. Das ist halt auch bloß ein optisches Ding. Okay. Eigentlich, wie ich finde, relativ sinnlos. Warum piepen wir? Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil wir schlafen müssen. Das ist gut möglich. Wir sollten nach Hause. Hä? Achso. Baum kann ich aber nicht bauen. Nee, ich will jetzt aber, wir müssen noch so viel Holz wie möglich mitnehmen. Holz und Palmen. Ich kümmere mich gerade um die Palmenköpfe und wie ich sehe, machst du Holz. Das ist sehr gut. Weil ich mache mir Sorgen um unser Wasser. Mein Lachs ist auch nur zu 14% haltbar. Sehe ich das ist nicht gut. Ich weiß. Mein Inventar ist voll. So, da können wir noch ein bisschen Holz reinmachen. Ich habe ein Seil habe ich auf jeden Fall da. Gut. So. Ja. Wieso ist das denn das so? Dieses Ja klang gerade so hoffnungslos. Ja, warum ist es noch? Ist ein bisschen. Ist. SS. So, ich bin hier jetzt noch mit und dann muss ich jetzt mal ein bisschen ausladen. Es eskaliert sowieso. Es eskaliert immer. Tolle Band, also ich kann die manchmal echt gut hören. Aber dann auch hören und dann wieder eine ganze Weile nicht. So, ich krieg jetzt noch ein... Ein Stecker krieg ich jetzt noch in die Kisten und dann sind die Kisten voll, also meine voll. Ja, habe ich gerade voll gemacht. Ich packe jetzt die Palmen noch in meine Kisten, die wir auch noch haben. Nein, doch. Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade echt gedacht. Das sind weggeweht. Der Sturm hat die weggeweht. Das wäre ja noch ultra evil gewesen. Zeit da rein. Die Speere eigentlich auch essen, die brauche ich gerade nicht. Also mein Inventar ist voll. Okay.
mache ich mit Morgenbrot. Also da hinten ist noch, da sind ja noch meine Kisten. Da ist noch ordentlich drin. Also ordentlich Platz. Die Speere solltest du im Inventar behalten, Digi. Also hier ist doch gerade safe, oder nicht? Ich meine bloß, damit du nicht auf dumme Gedanken kommst, zwecks. Zwecks? Ich hab gerade vergessen, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall solltest du ja halt immer den Inventar, damit du halt immer deinen festen Inventar-Maximum hast. Das heißt, Axt, Speere, Licht, Kompass. Das ist eigentlich so das, was am wichtigsten ist. Ja, jein. So, jetzt hast du natürlich das Schloss gebaut und ich kann gar nicht das Schöne machen, was ich eigentlich machen wollte. Was wolltest du denn machen? Ich wollte eine Halterung für unsere Dings bauen. Für die Lampen? Nee, für die Container. Für die Halterung, was? Ja, du musst zwischendrin einmal kein Holzding bauen. Da passt genau eine Kiste rein in dieses Slot. Und dann kannst du drei nebeneinander packen. Ohne dass du die irgendwie im Inventar haben musst und hast sie dann halt fest verstaubt da, weißt du? Ja, aber wozu braucht man sich denn Regale oder so? Ja, aber wir haben doch noch gar keine Regale. Wir können das aber bauen. Ja, aber noch nicht. Theoretisch könnten wir die schon bauen, wenn wir drei Planken hätten. Ja, ich habe eine, das ist schon mal gut. Dann. Warst du schon mal da oben auf dem Berg? Tut mir leid. Alles gut, gesundheit. Warst du da oben auf dem Berg? Wie soll ich da hochkommen? Weiß ich nicht. Kommt man nicht hoch. Echt nicht? Das ist ja. Also nicht, dass ich wüsste. Das ist Schelm. Ja, korrigiert mir, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube nicht. Ich will da hochkommen. Was willst du da oben finden? Das ist die Frage. Was willst du da oben finden? Was ist das hier? Was ist das? Luca-Frucht. Die nehme ich mit. Das war eine Kura-Frucht. Ja, hast du recht. Das wird hier nicht mit Maschen gerecht, ja. So. Warum pieken wir? Ich weiß es doch auch nicht. So, meine ist jetzt auch noch auf 48%. So. Palmenköpfe könnten wir nochmal gebrauchen. Ich glaube, wir haben erst 5 oder 6. Wir sind immer gebraucht. Ja, die sollten wir doch noch mehr mitnehmen. Du hast einen Stock. Zu viel im Inventar. Wie kann ich denn eigentlich zu viel im Inventar? Weil du gerade mein Stack aufgenommen hast und ich davon bloß 3 habe. Ja, ich hab jetzt 4. Dann hast du eine. Weil du die Pinien mitgenommen hast, alles klar. Jo. Eine Menge Holz. Dann kommt die Rechnung wieder auf. Jo. Oh Mann, wir haben diesmal wieder eine Stunde geschafft diesmal. Als Folge? Ja. Scheiße. Also wir sind jetzt bei 48 Minuten. Und ja. Wir müssen noch zurückfahren, würde ich sagen. Sollten wir das doch gleich mal tun? Ja. Dringend. Und dann können wir mit dem Hausbau anfangen. Ist das nicht toll? Das kannst du machen, ja. Also bei dem ganzen Holz, was wir dann haben. Ja, du musst aber auch bedenken, dass wir noch die Feuer müssen noch immer bestückt werden. Ja. Wir müssen auch noch Segel für unser Dingsbums bauen. Das darfst du auch nicht vergessen. Wir bringen jetzt wie viel mit? Ja, wir bringen eine ganze Menge mit. Also wir können auf jeden Fall schon mal mit dem Grundriss anfangen. Das ist kein Thema. Das denke ich auch. Wir machen ja auch noch mehr Ausflüge, so ist es ja nicht. Eben. Aber ne, dass du dich jetzt nicht nur aufs nee, Haus verschleifst und die anderen Nebentätigkeiten dafür bist. Nein. Du bist so ein Kandidat, ich kenne dich. Wir sollten tatsächlich, bin ich schwer für, eine Kiste daneben legen, wo dann nur Holz drin ist, weißt du, dass das nicht wegkommt. Weil wir haben genug Kisten, wir können ja so ein gewisses kleines Lagersystem zumindest anfangen. Ich will wissen, warum wir piepen, das hilft nicht. Ich weiß es auch nicht. Also Sonnenbrand wird es wohl nicht sein, ich denke, wir schlafen müssten. Also ich bin jetzt ein bisschen durstig. Ich habe halt wenig Health. Also sonst wenig Leben. Ja, aber warum steigt es nicht? Ach so, weil du nicht genug gegessen hast. Genau, kannst du mir mal eine klein machen auch? Danke. Ach, kein Platz im Inventar. So, die schlürfen wir einmal eins. Und weg damit. So. Jetzt hätte ich tatsächlich gerne noch ein paar Seile, ne?
macht's ja leicht. Pinien-Sitzling. Echt Holz draus, wie assi. Ich will kein Holz mehr, ich will jetzt mehr fasigen Kram. Ich hab zwei Mäuse. Warum ist da eine Maus? Jetzt ist sie wieder weg. Dieses Spiel ist so buggy noch. Incredible. Oh, Schlange. Schlange will ich nicht. Kein Bock drauf. Vielen Dank. Dieses Waldstück hier ist auch. Ist mir suspekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Dieses was? Dieses kleine Waldstück hier. Jetzt sehe ich gerade, dass ich nichts mehr tragen kann, weil ich mal wieder voll bin. Ach doch, das, was ich tragen will, kann ich tragen. Zack. Das, was ich tragen will, kann ich tragen. Oh, richtig? Komm, bestimmt. Na klar. Zack, sehr schön. Das hat geklappt. Also, ich habe jetzt genug für zwei Seile. Das ist ja schon mal schön. So. So, und dann müssen wir gleich den ganzen Scheiß wieder irgendwie mitnehmen, ne? Ist hier noch irgendwo Platz? Ja. Hier ist noch ein bisschen Platz. Ist alles voll, oder? Ich suche gerade, ich hatte Krieger irgendwo noch Seile gefunden. Ich muss jetzt gleich eine Axt bauen. Also ich kann dir noch zwei Seile geben sonst. Ja, ist gut. Also bauen. Nee, das die Kura-Frucht, kann man die essen? Bestimmt, ich hab sie noch nie gegessen, aber ich gehe mal davon aus. Ja. Hat geschmeckt, glaube ich. So, ich muss irgendwo noch meine Stöcke hinschmeißen. Hier waren echt wenig Steine, kann das sein? Auf der Insel. So, ich bin so bollevoll, ey. Ich weiß gerade nicht mal mehr, wohin mit den Kisten. Also ich kann auch nichts mehr nehmen jetzt, ohne Scheiß. Da gibt irgendwo noch Seile. Irgendwo waren da noch Seile drin, ja. Ich glaube in der Kiste. Ja, dann kann ich die hier jetzt mal ziehen. Das kann ich zumindest stacken, das ist schon mal da. So. Ach komm. Dann ist hier aber eine Kiste mit Stein, Schwimmen und Stock. Die müsste auch noch mit. Die musste auch noch mit. Ja, ich kann sie nicht mehr aufnehmen. Achso, oh Gott, wie soll ich denn das alles mitnehmen? Dann muss ich irgendwas hier lassen. Genau deswegen habe ich dir gesagt, du musst deine festen vier Sachen haben. Hä? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ich habe zu viel Kram im Inventar gerade. Wo ist eigentlich unser. Da ist mein Kompass. Gut, der ist da. 1, 2, 3, 4. Dich nehme ich in die Hand. Dich schmeiße ich mal weg. So, dann kann ich dich noch mitnehmen. Wieso kannst du jetzt eine weniger tragen? Weil ich von dir die Taschenlampe gekriegt habe, die droppe ich dir nicht und die kannst du dann stacken. Stimmt, das ist eine gute Idee. So, dann nehme ich den Reifen noch mit. Das bin ich gespannt. Hast du die Richtung noch im Kopf? Südost, ne? Ja. Oder Ost-Südost? Haha! Willst du mal auf mich warten? Wo ist der Reifen hin? Da. So. Wo ist vorne? Hier ist vorne, ne? Lös mal den Anker. Ja, warte mal. Muss ich den Reifen einmal loslassen? So. Ich sehe den Anker nicht mal. Du hast den Reifen da gerade drauf geschmissen. Das ist ja super. So, komm. Jetzt sehe ich tatsächlich nichts. Ah, jetzt. Ost, Südost. Schicke mal links. Zu spät. So. Oh, das mit dem Reifen ist echt scheiße. Meine Güte. So. Der hält schon. Ich sehe nichts. Du springst hinterher. Ja, ich sehe nichts. Warte, halt doch mal an jetzt erstmal. Wie soll ich anhalten? Die kommen ja nicht an. Segel runternehmen. Ost, Südost ist. So, nach Nordost. Alter! Ach nee, ne? Du Wichser! Du Wichser! Und mir vorhalten, ich kann keinen Kompass lesen.
ja, in der vorletzten Folge. Ja, dann muss es sein. Guck ja, das Problem ist auch, aber ich bin der Idiot, ne? Der fehlende Mond oder das fehlende Licht. Kannst du mir mal eine, ich kann es mir nicht leuchten. Mein Inventar ist voll und du hast keine Taschenlampe. Hörst du es? Ost, Südost. Hörst du es? Ja. Okay, geradeaus. Das müsste sie sein. Achso, ich löse sie danke. Wir schaffen das. Ganz bestimmt schaffen wir das. Hey, bisschen weiter rechts. Danke. Wow, wir sind ja bedeutend schwerer geworden, kann das sein? Dass wir jetzt viel langsamer sind. Dann hüpfen wir ins Wasser. Nein. Es ist stockfinster, was soll ich im Wasser? Trau dich. Nein. Tu es doch mal einfach. Alter, ich will nicht stehen. Wir haben auch keinen Verband dabei, dass du mich irgendwie wiederbeleben könntest. Ich lege mich vielleicht nicht mit dem Hai an, während ich keine Nebenenergie habe. Warum steigt dein Ding nicht? Ich verstehe es nicht. Weil du dafür voll Nahrung und voll Wasser haben musst. Über einen bestimmten Zeitraum. Und dann steigt das Leben. Ansonsten nicht. Naja, ein bisschen weiter links, kannst du gucken. Links willst du noch rüber oder? Ich bin doch schon. Ist das unsere Insel? Ich würde sagen, ja. Dann schippern wir links rum. Ich sehe unsere Landmarke zwar noch nicht, aber. Manchmal ist das so. Ansonsten müssen wir hier einen Unterschlupf bauen, weil langsam ist die Folge echt. Ganz schön übertrieben lang. Ist das unsere Insel? Man weiß es nicht. Man wird es sehen. Aber ich habe Hoffnung. Ein bisschen. Nicht viel. Ja. Ja, wir sind schon Navigationsexperten. Endlich. Aber ich glaube, wir sind richtig. Da hinten ist, glaube ich, unsere Landmarke. Ist sie das? Ich weiß es nicht. Man wird es lernen. Vielleicht sterbe ich jetzt, weil ich mich mit der Krabbe anlege. Was machst du denn hier? Achso, du fährst rum. Ja, fährst. Da ist auch unsere Landmarke. Alles cool, ist unsere Insel. Oh, da ist ein Hai. Siehst du die? Alter. Scheiße, ich kann nicht leuchten. Ich würde zu gerne jetzt leuchten. Unsere Landmarke und dann ein Stückchen weiter rechts müsste dann gleich unser Ding sein. Unsere Lage. Oh, ich kann es schon sehen. Zu Hause. Ist das nicht schön? Natürlich wieder im Dunkeln und die Leute sehen nichts. Ja, was soll ich denn jetzt dagegen bitte machen? Ich habe genau. Ah, es wird schon wieder hell. Ja, super. Zu spät. Oh, Sandbank. Kann ich nichts ändern. Ich hab mal einen geschmissen. Genau auf der Landzunge gelandet. Super. Es war geplant. Ja. Unbedingt. Schön. Zum Ende der Folge mit dem Sonnenaufgang. Oh, guck mal, wir können noch. Alter, wir können unser Fluss noch richtig gut erweitern. Ja, ich weiß. Die habe ich doch vor etlichen Folgen habe ich die gesammelt. Das wird super, das wird super. Ja, das wird richtig klasse, aber das wird heute nichts mehr. Zack. Ein Seil. Und dann ist es endlich soweit. Ey, es säuft hier alles weg. Ich muss. Du auch. Ja, du. Allein schon, um das Leben wieder aufzufüllen. Hier, wieso ist denn kein Essen da? Hast du nicht wieder was draufgelegt? Das wirst du vertilgt haben. Hm. Na gut, wie dem auch sei. Wir schließen die Folge mit einem wunderschönen Sonnenaufgang. Komm hier, mein Täubchen. Arsch, Frauenarsch. Ja, aber doch nicht vor die Sonne. Das nimmst die ganze Romantik raus. Ach, du Sexist. Sexist. Ich mag so. Frauenärsche. Leute, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Ja, war auf jeden Fall cool. Auch wenn es mir war nachher ein bisschen, hat sich ein bisschen gezogen. Ja. Sammeln im Dunkeln. Ja. Kann man nicht planen. Genau. Kann man leider nicht planen. Ja, kann man schon, aber ist nun mal so, dass dieses Spiel einfach manchmal auch ein bisschen Zeit frisst. Ne? Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst am besten einen Kommentar da und vor allem irgendwas zu seinen blöden Aktionen, die er so gerissen hat. Wieso denn ich schon wieder? Weil du die Schwimmer verkackt hast. Ich hab dich. Ach komm. Ja. Wenn dir das passiert wäre, dann wäre alles ja, cool ja. gewesen. Pass mal auf. Ja, weißt du, ich krieg hier die Vorwürfe. Weiß die Richtung noch? Ja, weiß ich noch. Ich habe uns mit auf Anhieb nach Hause gebracht. Ich habe zuallererst Ost-Südost. Ja. Ist auch nett. So, wir haben ihn trotzdem lieb. Wir haben uns jetzt wieder lieb.
Ich danke euch fürs Zugucken. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Stranded Deep mit Ragnar. Und Michi. Läuft. Bis denn. Reingehauen.